Moin Moin, herzlich willkommen bei Whisky Gold. Wir sind heute bei der nördlichsten Brennerei auf Eiler und zwar bei Banner Heaven. 1881 gegründet und hier eine Single-Cask-Abfüllung von unabhängigen Abfüller The Maltman. Ja, Meadowside Blending, Donald und Sohn Andrew Hart stecken dahinter. Maltman wurde 2011 in Glasgow gegründet und es ist ein Familienunternehmen. Wir haben hier diese Single Cask Abfüllung. Ja, habe ich schon aufgemacht, aber tatsächlich noch gar nicht probiert. Ich habe schon mal ein Sample abgegeben an einen Bekannten. Bonner Heaven, 12 Jahre, Eiler, destilliert November 2004, abgefüllt Januar 2017. Bourbon Fass. Fassnummer 3573, 432 Flaschen kamen hier raus, 56,2 Volumenprozent. Ja, das Design standardmäßig. Früher kamen sie in diesen Pappkartons, haben sie richtig schön gemacht. Jetzt sieht viel schöner aus. Gefällt mir zumindest viel besser, seht ihr hier auch. So, keine Kältefiltration, kein Farbstoff, Preis ca. 85 Euro, Pi mal Daumen im Schnitt. Wenn ihr ihn überhaupt noch kriegt, weiß ich gar nicht. Oder? Nee, doch, müsste glaube ich noch da sein. Auf jeden Fall muss man sich da so ein bisschen beeilen. Die sind ja lange halten die immer nicht so durch. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Bonner Heaven, immer schöne Whiskys im Grunde. Und dann bin ich gespannt, was der hier kann. Wir trinken ihn mal ohne Wasser. Ja, ich werde immer angeschrieben, ja, warum probierst du den nicht mal mit Wasser oder... Bewirkt Wunder und hier und da ist mir schon alles klar, aber das zieht die Videos dann irgendwann total in die Länge. Ich könnte dann auch wie Marco Bonn nochmal die Gläser stehen lassen und ziehen lassen und mit Wasser und hier und vielleicht noch einen Schokokeks probieren. Es wird irgendwann einfach zu viel. Es soll ein kleiner Eindruck sein, immer vom Whisky und fertig. Manchmal mache ich das, wenn ich da Lust drauf habe oder wenn es Whisky sind, wo ich mir denke, ja, da muss ich es tun, weil es mich einfach auch interessiert. Kann man alles machen, aber... Ich muss mich irgendwie in irgendeinem Rahmen bewegen und halten, bevor das nachher dann doch zu viel wird. Gut, Farbe, huiuiui. Fällt sehr hell aus. Boah, ist das ganz gelb, gold. Schon fast ein Corey Reckon sein, oder eine Art Back Ten, oder? Guti, wollen wir mal probieren. Verriechen, sorry. Getreide. Getreide, Getreide, Getreide. Als würde ich auf so einer Wiese voller Getreide liegen. Malzig. So salzig. Ölig. Ja, wie auf der Insel. Maritim. Jetzt nicht besonders komplex, aber auch irgendwie nicht einfach zu greifen. Kann man schwer einordnen. Also der ist so ein bisschen ein junger Wilder. Da jetzt so drauf kommen würde, dass es ein Bonner Heaven ist, wenn man mir sagen würde, hier hast du einen Eiler Whisky, erkenn mal. Ausschlussverfahren, ja, würde man es zu grob vielleicht hinkriegen, das ist schwierig. ,2, na dann zum Wohl. Ich dachte zuerst, der knallt jetzt richtig rein, aber nein, Alkohol ist echt gut angebunden. Honig, ganz klar Honig.
So trockene, nein, mehlige Äpfel. Mehlige Äpfel, ja. Das trifft es. Es gibt ja so mehlige Äpfel. Ich mag die überhaupt nicht. Toffee. Süß. Leicht süß, ganz minimal. Ölig im Mund. Bisschen Nussnote. So Haselnuss. Ein bisschen sirupartigen Charakter hat er. Insgesamt recht rund. Abgang ist gar nicht so lang, also kurz bis mittel, würde ich sagen. Also da hätte ich gedacht, der bleibt ein bisschen länger. Und der Rauchanteil, der kommt jetzt im Abgang erst so ein bisschen durch. Nix hier Eiler und viel Rauch, gar nicht. Bisschen. Wenn ich jetzt den Rauch so in PPM einschätzen würde, was man so, ne, von den Standards weiß, 10, 15, mehr nicht. Da ist nicht viel Rauch. In der Nase, wo ich ihn zuerst verrochen habe, ne. Kein Rauch, der kommt erst später so ein bisschen durch. Manuka. Manuka-Honig. Keine Ahnung, was Manuka-Honig ist. Malzigen Kick am Anfang auf der Zunge. Ja. Das hat man ganz extrem in der Nase, dieses getreidige, malzige. Walnüsse, ich habe Haselnüsse. Von Rauch schreiben die hier gar nicht. Gar nichts. Auch die hier. Nase hat. Eiler, Meeresluft. Gut. Dieses maritime Meeresluft kann man damit vielleicht verbinden. Für mich ist es aber kein extremer oder kein richtig zugänglicher Rauch. Da muss man sich so ein bisschen drauf einlassen. Das habe ich zum Beispiel, wenn ich da spontan dran denke, einmal erzählt mir Highland Park 12er Rauch. Ja, weiß ich, alles gut. Kriege ich so gut wie gar nicht. Der hat ein bisschen mehr, aber es ist auch so versteckt hinter diesen ganzen anderen Aromen, dass er überhaupt nicht in Erscheinung tritt. Oder man ist schon abgestumpft von zu viel Eiler-Whiskys. Ich sag ja, schickt mir bitte keine Octomores oder irgendwelche Samples zu. Das zerstört meinen guten Rössel. Ich brauche den Kolben noch. Ja, ein schöner Malt. Kein Oberflieger. Überflieger. Aber solide, macht Spaß zu trinken. Bleibt jetzt aber nicht wirklich in Erinnerung, so, wenn man den jetzt probiert hat. Das ist schön. Dann kann man sich gemeinsam wunderbar teilen. Schöne Trinkstärke. Und der Alkohol ist wirklich super eingebunden. Hätte ich nicht gedacht, dass die das so hinkriegen. Oder wer es so hinkriegt. Ja, kann man sich zulegen, muss man nicht. Das ist immer so für Banner Heaven Fans. Vielleicht ist das ja was. Wobei für mich trifft er jetzt so richtig den Banner Heaven Charakter jetzt auch nicht. Also, ja. Schöner Whisky. Ja. Er ist nicht schlecht. Er ist nicht herausragend. Ein guter Malt. Ja. Belassen wir es dabei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.